Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Ja, ich habe mir wieder mal ein Fertigsubstrat bestellt und zwar diesmal von der Firma Havlik. Es handelt sich um Bio-Shiitake-Kultur, also ein Fertigsubstrat, was man eigentlich nur noch aktivieren muss und dann darauf wartet, dass die Pilze wachsen. Ja, so sieht der Karton aus. Ich finde, sehr schön gemacht, ein schönes Design. Hier ist nochmal eine Anleitung dazu. Und so sieht das aus. Schauen wir uns nochmal kurz die Anleitung an. Also, Inhalt starke Pilzzuchtkultur und Folienhaube. Wachstum bei plus 14 bis plus 22 Grad. Erste Ernte sofort, maximal nach 3 Wochen. Okay. Schritt 1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie die Kultur heraus. Entfernen Sie die Folie komplett. Schritt 2. Stellen Sie die Kultur auf einen Untersetzer. Stülpen Sie nun die beiliegende Folienhaube komplett über den Untersetzer. Schritt 3. Shiitake-Pilzkultur feucht halten und gegebenenfalls mit Haushaltsspray besprühen. Achtung, täglich lüften, jetzt heißt es abwarten. Schritt 4. Bei der Ernte sollten keine Rückstände der Pilze auf der Kultur verbleiben. Danach findet eine Erholungsphase statt, diese kann mehrere Wochen andauern. Bitte diese in dieser Zeit feucht halten. Okay, und genauso werden wir das auch machen. Und dann öffnen wir einmal das Paket und schauen nochmal, was alles drin ist. Sehr stabiler Karton, man hat hier auch noch einen Griff, wenn man das möchte. Okay, und als erstes sehen wir, hier ist Werbung. Und da haben wir auch schon das Infoblatt vom Havlik, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ein sehr schönes Design, sehr professionell gestaltet. Gibt es Infos als erstes über die Firma, den Gründer nehme ich an. Allgemein Infos zur Pilzzucht, zu Pilzzuchtkulturen, verschiedene Pilzarten. Das ist sehr schön gemacht. Zu den einzelnen Pilzen gibt es hier halt auch Inhaltsangaben, sage ich mal. Kalorien, Eiweiß, Fettgehalt, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Mineralstoffe und so weiter. Und das zu verschiedenen Pilzen, das ist der Shiitake, hier ist der Kräuterseitling, sehr interessant, auch mal zu wissen, ja, was wir da überhaupt zu uns nehmen, ob das Ganze gesund ist oder nicht, aber natürlich sind Pilze gesund, solange man das Ganze in Maßen genießt, sage ich mal, wie bei jedem anderen auch. Austernpilz, Pierpino, Limonpilz, Parasol, Toskanapilz, höre ich zum ersten Mal, interessant. Ericium oder Ericium, das ist ja die Löwenmähne. Dann geht es hier weiter mit getrockneten Pilzen. Cool. Sehr interessant, das mal liegen zu haben, wenn man mal reinschaut. Kann man auf jeden Fall einiges lernen. Okay, ja, und da ist auch schon unsere Kultur vom Shiitake. Hier sind, glaube ich, nochmal Einweghandschuhe mit bei. Nicht schlecht. Und dann nochmal eine Luftpolsterung, damit das Ganze sicher ankommt. Okay, und jetzt sehen wir das Ganze und ich bin ein bisschen verblüfft, sage ich mal, weil ich sehe hier schon die ganzen Fruchtkörper, die wollen alle raus und wollen befreit werden. Und es sieht nach sehr gesundem Wachstum aus. So an sich ist der Block relativ klein. Dafür ist der Preis allerdings auch klein. Und erstaunlicherweise wachsen hier trotzdem sehr viele Fruchtkörper an den Seiten. Schaut mal, überall sieht man die Fruchtkörper, die jetzt eigentlich nur noch darauf warten, frei zu werden, so dass sie sich ausbilden können. Ja, und das werden wir heute machen. Schaut mal, ich habe das öfters in Videos gesehen, dass das in Asien so gemacht wird, in Flaschen, und dann werden die so in Regalen aufgestellt und die entfernen dann halt nur noch den Filter, aber bei Shiitake ist es natürlich anders. Ich rede jetzt zum Beispiel vom Austernpilz. Da machen die das ganz oft, entfernen die dann später einfach den Filter oder den Deckel und machen die Tüte halt auf, so dass die Pilze dann einfach so von der Seite raus wachsen. Okay, die Methode ist gleich, nur dass man bei dem Shiitake die Folie komplett entfernen muss. Ja, wie ihr sehen könnt, wachsen die Fruchtkörper überall und wir wollen sie natürlich auch überall fruchten lassen. Okay, das ist der Plan für heute und los geht's! Okay, ich habe mir jetzt schon mal so einen Teller bereitgestellt als Untersatz und ich muss mich auch gleich mal korrigieren. Das, was hier bei ist, sind keine Einweghandschuhe, sondern das ist die Folie, die später über unser Substratblock aufgestülpt wird, damit das Ganze feucht bleibt und eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat.
Ja, das ist im Prinzip eine große Haube oder eine normale Haube. Also wie man es vielleicht aus der Lebensmittelindustrie kennt, die muss man sich aufsetzen, wenn man jetzt in bestimmten Bereichen von Lebensmitteln arbeitet. Und ja, warum nicht? Das kann man auf jeden Fall auch sehr gut benutzen. Gute Idee. So, dann gehen wir mal an die Sache ran und entfernen als erstes unsere Tüte. Achtet darauf, verletzt das Substrat so wenig wie möglich, denn die Fruchtkörper, die sich bereits gebildet haben, wollen wir nicht verletzen. Den Filter holen wir auch raus. Schaut mal. Und jetzt können wir unsere Tüte so ein bisschen einschneiden und unser Substrat vorsichtig rausholen. Okay, ich habe die Pilze jetzt von der Tüte befreit und ich habe mich dazu entschieden, das Ganze umgedreht hinzustellen, weil hier ist so halt ja das Loch, ein Loch vorm Filter und hier sind zwar auch Fruchtkörper, die weg raus wollen, aber hier ist noch mal um einiges mehr. Dann rette ich lieber diese anstatt die wenigen unten. Also habe ich mich entschieden, das so aufzustellen. Okay, das haben wir gemacht und jetzt kommt eigentlich unsere Haube schon drauf und zwar stülpen wir die über, aber nicht über ein Substrat, sondern über den kompletten Teller. Vorsichtig machen, nichts dabei kaputt machen. So, im Grunde war es das auch schon eigentlich. Perfekt für Anfänger auf jeden Fall, mal neue Pilze auszuprobieren. Für mich ist das auch das erste Mal, dass ich den Shiitake sehe, esse, rieche oder anfasse, besser gesagt. Essen dauert noch ein bisschen. Und ja, ich bin gespannt. Der Shiitake ist in Japan ein sehr beliebter Speisepilz. Ich, wenn nicht sogar der beliebteste, soweit ich mich nicht irre. Und ja, seit Jahrhunderten weiß der Mensch diesen Pilz zu schätzen, weil er gibt einem wirklich sehr viel Nährstoffe und er soll auch heilende Wirkung haben. Ja, okay, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde das erstmal so hinstellen. Bei der Temperaturangabe, wie es hier steht, plus 14 bis maximal 22 Grad, also ein bisschen kühler. Wir wollen dem Pilz ja vorgaukeln, dass es jetzt kalt wird und er schnell seine Pilze bilden muss. Und dann werde ich täglich einmal lüften und beim Belüften werde ich das Ganze nochmal mit einem Sprüher anfeuchten, sodass die Pilze auf keinen Fall austrocknen. Das ist das Wichtigste. Okay, und sobald ich die ersten Fruchtkörper so ein bisschen größer machen, größer bilden, werde ich diese Haube komplett entfernen. Und dann muss man allerdings natürlich noch penibler darauf achten, dass das Ganze feucht bleibt. Einmal bis zweimal am Tag werde ich das Ganze dann besprühen, aber die ganzen Sachen kommen in den Wie ist die Lage-Folge-Video vor. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, das war es eigentlich auch schon. Der Link zu dem Shiitake-Pilzzuchtkultur ist unterm Video, wie immer. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze mal kommentiert. Habt ihr schon mal Shiitake gezüchtet? Vielleicht eventuell auch selber Brut hergestellt und damit das Ganze vermehrt und angesetzt? Ich wage mich an neue Pilze immer mit so einem Set jetzt ran. Dann habe ich schon mal so einen ersten, ja, erste Schritte gemacht in dem Thema, weil jeder Pilz ist wirklich, ja, das sind unterschiedliche Charaktere, sage ich mal, wie Menschen auch. Jeder braucht was anderes an Substrat, andere Bedingungen, Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter. Ich werde auch irgendwann noch mal ein Video dazu machen, welcher Pilz was braucht, um vernünftig und schön gedeihen zu können. Aber eins nach dem anderen kommt alles noch auf diesem Kanal. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo würde ich mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao!